Meine lieben Stiere, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Bei uns scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch, so beginnt der Tag gleich, ja, mit einem Lächeln. Wir werden jetzt gleich in die Kalenderwoche 19 für euch schauen, welche Energien in der Liebe da so ja, wichtig sind, welche Botschaften ich euch da überbringen darf. Aber zuvor bedenkt, wie immer, ich spreche aus den Augen einer Frau. Also wenn ich vom König, der Königin spreche, dreht es euch so um, wie es für euch passt und stimmig ist. Das ist genau richtig. Bevor wir mit den Tarotkarten beginnen, möchte ich wie immer einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen. Welche Bedürfnisse da so schlummern für die kommende Woche, beziehungsweise was ihr euch Gutes tun sollt. Lasst uns beginnen. Für meine lieben Stiere in der kommenden Woche. Welche Sehnsüchte, welche Bedürfnisse schlummern denn da so in ihrem Herzen? Wie viel sind das? Zwei, okay. Zwei Bedürfnisse, ich bin gespannt. Jetzt brauche ich meine Brille. Der Tempel der Wahrheit, den hatte ich diese Woche schon einmal. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Ja, der Tempel der Wahrheit sagt euch, schaut mal genauer hin. Verdrängt ihr vielleicht manche Themen oder habt ihr bei anderen Themen die rosarote Brille auf, weil ihr nicht sehen möchtet, was tatsächlich dahinter steckt? Ihr sollt mal in euch gehen und tatsächlich auf euer Herz hören, was das euch so erzählt, und euren Kopf aber auch dazu nehmen, aber nicht unbedingt zum größten Teil. Aber analysiert mal, was sagt euer Kopf euch und was spricht euer Herz, beziehungsweise auch andersrum, was sagt euer Herz und euer Kopf sagt, hey, nee, na, schau mal genauer hin. Das ist so die Aufgabe für euch in der kommenden Woche. Und dann die schöne Botschaft, spüre die Kraft des Blutes der Ahnen, du bist nicht alleine. Ja, diese Karte sagt ganz einfach, auch wenn ihr euch manchmal vielleicht alleine fühlt, ihr seid nicht alleine. Es ist immer irgendjemand um uns herum. Mag man es glauben oder nicht, irgendwelche Mächte sind bei uns, ob es die Engel sind, ob es Verwandte sind. Wir sind im Grunde genommen nie allein, auch wenn wir uns manchmal so fühlen mögen. Und ich denke, jeder von uns hatte schon mal diesen einen Moment in seinem Leben, wo er dachte, irgendjemand ist gerade bei mir. So, jetzt legen wir aber los mit dem Thema für euch. In der Liebe für die kommende Woche, was denn da so eure Überschrift ist. Und ich kämpfe mich wieder durch meine Lieblingstarotkarten, dem Feentarot. Denn sie sind und bleiben einfach viel zu groß für meine, naja, eigentlich nicht so kleinen Hände, aber trotzdem. So, fangen wir an. Für meine Stiere in der kommenden Woche zum Thema Liebe. Was ist denn da so die Hauptenergie? Was darf ich da Schönes erzählen? Da hätte ich gerne eine Karte, bitte. Die hat sich umgedreht. Welche Botschaft, welche Tipps oder Ratschläge hat die geistige Welt für meine Stiere für die kommende Woche? Da hätte ich gerne eine Karte. Prinz des Herbstes, gleich die erste Karte, ein Prinz, eine Prinzessin für euch, ein zuverlässiger, ritterlicher, humorvoller Beschützer. Das hört sich doch schon mal zuverlässig, humorvoll, beschützend, also ritterlich, zuverlässig. Das hört sich schon mal mega gut an und da wollen wir gleich mal tiefer einsteigen in diesen Ritter, in diese Ritterin, was denn so dahinter steckt. Da hätte ich gerne drei Karten für meine Stiere zur Klärung.
Welche Botschaft hat die geistige Welt zum Thema Prinz oder Prinzessin des Herbstes für meine Stiere? Drei Karten bitte. Hoppala, yes, das ist gut. Okay, die drei haben sich umgedreht und wollen raus. So, acht. Zum Prinz des Herbstes kommt der König der Stäbe. Also tatsächlich die Antwort, meine Lieben, da könnte in der nächsten Woche jemand auf euch zukommen. Ein Mann, eine Frau, wie es für euch richtig ist. Und auch der König der Stäbe. Der König der Stäbe weiß, was er will. Der ist sehr, sehr selbstbewusst, mutig, steht zu einem, ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Und das wird sehr schnell auf euch zukommen. Der Wagen ist immer eine unglaublich schnelle Energie. Also ich sage so gerne, ihr steht an der Kasse, dreht euch um, schaut in die Schlange und plötzlich macht's Batsch, ne? Und ihr seht jemanden, denkt, wow. So wird das mit diesem König sein, mit dieser Königin. Was auch sehr schön passt, der König der Stäbe ist ja auch so eine mitreisende Energie, habe ich gesagt, auch so ein kleiner Abenteurer. Das meine ich jetzt aber nicht im negativen Sinn. Und der Wagen steht auch für Abenteuer, für davorbrechen, ja, Unternehmungen, Lebenslust. Und das Abenteuer eben und das sehr, sehr schnell. Und das Schöne ist, der Tod und die Wiedergeburt ist gefallen. Viele erschrecken, wenn diese Karte fällt. Ich überhaupt nicht. Für mich ist es eine wunderschöne Karte. Denn wie man auf dem Bild sehr schön sieht, der Tod in seinem roten Gewand und sein Gesicht ist der Abendstern. Und der Stern ist ja immer eine Wunscherfüllung. Und so sehe ich die Karte nämlich auch, dass etwas beendet und etwas Neues beginnen kann. Oft ist es ja so, dass erst etwas abgeschlossen werden muss, damit etwas Neues in euer Leben treten kann. Und dieser Mensch, den ihr eventuell nächste Woche kennenlernen werdet, vielleicht kennt ihr ihn auch schon und plötzlich ja, gehen alle Dinge ganz schnell voran, der wird für euch ein Neuanfang sein. Also eine sehr, sehr schöne Energie für euch für die kommende Woche. Und da der König gefallen ist, möchte ich natürlich, Moment, meinen kleinen Herzorakel dazu befragen, was die denn so zu eurem König sagen. Romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Na? Sehr schnell, habe ich gesagt, Pfeile sind Pfeile sind sehr schnell und sie werden euch ganz, ganz plötzlich treffen. Ich sage auch immer, Amor hat, wie die heutige Zeit es so fordert, auch Pfeile, die einen Herzsensor drin haben, also die verfehlen ihr Ziel nicht. Von daher freut euch auf schöne Energien zum Thema Liebe für die kommende Woche für euch. Da könnte es tatsächlich funken im Wonnemonat Mai und es kann euch aus den Socken hauen. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, welcher Engel euch in der kommenden Woche noch begleitet zu diesen schönen Energien. Engel der Ordnung, sei beruhigt, alles sortiert sich gerade neu. Passt sehr gut zum Tod und Wiedergeburt, der ja sagt, es kommt etwas Neues, alles sortiert sich gerade neu, sagt der Engel noch dazu, sei beruhigt, mach dir keine Sorgen, ja, hör auf dein Herz und ihr werdet eine wunderschöne nächste Woche erleben. Ich freue mich, dass ich euch diese Botschaften, diese Energien habe überbringen dürfen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns ja entweder täglich mit den Tagesenergien oder spätestens nächste Woche wieder, wenn ich die Liebesenergien für euch für die Kalenderwoche 20 lege. Ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Sonntag. Genießt ihn und ganz viel Licht und Liebe von mir. Bis bald.